Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jack 2 Renegade. Beim letzten Mal haben wir ein Rennen gewonnen und haben dann diese wunderschöne Mission angefangen. Und sind schon mehrfach verreckt. Weil die Mission so gut designt ist und so. Und überhaupt. Und jetzt wollen wir mal schauen, dass wir die Mission doch irgendwie mal abschließen. Hoffentlich. Kann sich nur um Stunden handeln, bis es tatsächlich mal funktioniert. Danke für diese tolle Kameraeinstellung mitten in einem anderen Fahrzeug. Die war sehr hilfreich. Eine Möglichkeit, die Wache noch nicht auf uns aufmerksam machen. Reicht ja, dass wir das gleich machen, sobald wir anfangen, deren Kreuzer abzuschießen. Oh, jetzt zum Beispiel. Oh, der ist tatsächlich mal schnell in die Luft geflogen. Ist ja der Wahnsinn. Das Außen weiß man nicht sofort irgendwie aus der Höhe rausgefallen, auf der unsere Minigun schießt, ist ja der Wahnsinn. Na, wie jetzt, wo er plötzlich einfach dann nach oben geflogen ist, aus irgendeinem Grund. Aber ist schön, dass dieser zerstörte Kreuzer uns Shotgun-Munition hinterlassen hat, weil die Shotgun ja so hilfreich ist in dieser Mission. Aber in der Hoffnung, dass wenn wir hier unten fliegen, ein bisschen weniger gegen andere Fahrzeuge gegenkommen. Hat ja so nur beschränkt gut funktioniert, ne? Okay, der ist auch drauf. Und dann bräuchten wir jetzt dringend mal ein neues Fahrzeug. Dringend mal ein neues Fahrzeug. Würdest du mich bitte in ein Fahrzeug lassen, danke. Sehr nett. So, dann müssen wir jetzt schauen, dass wir irgendwie zu den nächsten rüberkommen. Möglichst ohne drauf zu gehen. Natürlich werden wir die ganze Zeit abgeknallt. Weil die Garde uns natürlich auch nicht in Ruhe lässt. So, hier haben wir zumindest in der Luft ein bisschen weniger mit dem Verkehr zu tun, wenn wir hier unten fahren. Andererseits haben wir halt mehr Wachen, die auf Bodenhöhe auf uns schießen. Also alle seine Vor- und Nachteile. Während wir gerade so verfolgt werden. Na, Fahrzeug ist schon wieder ein leichtes Wrack. Ist das Problem? Komm schon, geh. Drauf, danke. Oh, noch. Einer, aber natürlich sind wir einfach an irgendwelchen anderen Fahrzeugen hängen geblieben ohne Ende. Ich finde es aber schön, dass die Kreuzer zumindest erst dann auf uns aufmerksam werden, sobald wir dann auf den Kreuzer selber geschossen haben. Das macht zwar keinen Sinn. Jetzt sollten die Straßen etwas ungefährlicher sein. Gute Arbeit. Hätte ich selbst nicht besser machen können. Ja, aber damit ist die Mission erfolgreich abgeschlossen. Wir werden immer noch von der Wache verfolgt. Das ist so eine Sache, die sie glücklicherweise nicht von GTA übernommen haben, wo man dann oft erstmal noch von der Wache komplett entkommen musste, bevor man die Mission abschließen konnte und so. Das wäre in diesem Spiel ein enormes Problem geworden. Ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn die mich einfach umbringt jetzt gerade, denn dann würde ich zumindest ohne die der Garde an meinem Hintern spawnen und das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Von daher kümmere ich mich jetzt gerade auch nicht so unbedingt darum, nicht zu sterben, weil so schlimm wäre es nicht gerade zu verrecken. Würde ich hinnehmen, wenn es dann passieren würde. Wenn ich ohne zu verrecken jetzt ankomme, ist natürlich auch schön, aber ist halt nicht zwangsläufig wichtig, jetzt anzukommen, ohne drauf zu gehen. Glücklicherweise ist die Garde ja unfähig, mich zu erledigen, offensichtlich. Sodass wir tatsächlich ankommen, ohne draufgegangen zu sein. Es ist töricht zu glauben, dass dieser Junge uns rettet. Er ist kein Gegner für den Metallschädel-Anführer. Das ist richtig. Oh, Jack, aber wir sind hier. Wir sprechen gerade über Samos Plan. Was ist denn Samos Plan? Die Stimme klingt bekannt. Ich wette, ihr zwei Herzchen kennt euch von früher, nicht wahr? Ohnen will, dass du dich würdig erweist, Jack. Du hast Mut und Stärke bewiesen. Nun musst du auch deinen Verstand zeigen.
Wow, wir müssen also das Triforce komplettieren, ja. Ich habe ja nichts zu sagen. Wenn du diesen Test bestehst, erscheint das dritte Stück des Siegels. Roger, setz fertig. Okay, was zum Teufel machen wir? Du hast den Part ausgelassen. Wir müssen einfach nur die Buttons drücken, die hochfliegen, okay. Das klingt nach einem bescheidenen Minispiel, aber... Okay. Nicht übel. Wow, was für ein tolles Minispiel. Okay. Weiter so, du kannst es. Also so ein bisschen Reaktion. Ich weiß nicht, was es mit Verstand zu tun hat, sondern eher mit Reaktionszeit, aber... Leider habe ich keine besonders gute Reaktionszeit, das ist das Problem. Okay. Mein Ziel ist 400? Okay. Dann sind wir schon bei 150. Okay. Dass du es so weit geschafft hast. Weiter brav Knöpfe drücken. War ein Minispiel. Was? Er hält immer noch mit? Okay. So, dann sind wir ja fast fertig. Ja, wir sind schon bei 300 von 400. Okay. Jetzt wird der Ganze noch ein bisschen schneller. Ja, 380 haben wir schon. Du hast genug Punkte. Und dann haben wir genug Punkte. Wunderbar. Boah, puh, tolles Spiel. Und siehe, das Siegel von Woher ist das Siegel jetzt gekommen? Und was hatte das mit Verstand zu tun? Drei Artefakte, die du aus dem Bergtempel geholt hast, sind Relikte des uralten Lichtturms. Okay. Alte Lieder erzählen, wie dieser Lichtturm einst auf die Stätte von Mars Grab schien. Ich singe euch eins dieser Lieder vor. Oh, bitte nicht. Im Nebel der Zeit schien Mars Licht weit und breit. Oh, halt ein, Caruso. Sag uns einfach, was wir jetzt tun sollen. Wann hat er uns eigentlich seinen Namen gesagt? Ihr müsst die drei Artefakte zum Mars-Tor bringen. Nur dann wird sich der Lichtturm erheben und das Grabmal enthüllen. Hm, okay. Machen wir. Kann nicht so schwer sein. Sollten dann wahrscheinlich auch, sobald wir da angekommen sind, mal eben irgendwo in den Abgrund springen. Ich glaube, wir haben noch einen Hit. Ja, nicht so schlecht, mal dann eben irgendwo schnell zu verrecken, um volle HP zurückzubekommen. Wird vermutlich wieder Metallschädel irgendwo in der Nähe geben und dann ist es immer besser, wenn man sich volle HP hat und so. Gib mir einfach erstmal ein Fahrzeug. Sodass ich erstmal ein Fahrzeug habe. Ich habe nämlich keine besseren Fahrzeuge im Moment gesehen. Nehmen wir so lange bei den Zoomer so ungern ich die Dinger fahre. Schon mal muss es sein. Wenn gerade nichts anderes gibt. So, hier haben wir jetzt so einen schönen Zweisitzer. Den nehme ich lieber. Dankeschön. Müssen wir nicht mehr durch die Gegend zoomen. Dann habe ich aus Versehen eine Wache angefahren. Tut mir leid. Ja, wenn man einmal angefangen hat, dann kann man so auch alle umfahren. Bleiben wir jetzt schön hier unten, wo wir weniger Verkehr haben und so. Willst du was? Plopp. Das ist das Problem, dass es unser Fahrzeug ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt, gegen Wachen gegenzufahren. Es macht Sinn, aber es ist trotzdem irgendwie mal ein bisschen unschön, dass man davon leicht gebremst wird und das Fahrzeug halt leicht aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Nur weil da ein Körper zwischen uns und dem Boden war. Okay, da geht's schon mal wieder hier hinten in die Berg- und Tempelregion. Sicherheitszone wird verlassen. Okay, dann müssen wir jetzt nur noch herausfinden, wo wir denn diesmal hin müssen. Wir hatten da irgendwann noch irgendwelche Rohre gesehen, die vielleicht irgendwas Wichtiges waren. Jetzt holen wir uns erstmal voll AP wieder, aber erstmal holen wir uns noch ein bisschen Munition. Wir haben nämlich, glaube ich, noch ein bisschen fehlende Munition. Oder?
Das ist jetzt voll, das nicht. Ja, ich will vor allem mein HP wieder haben. Okay, gut, dass die Todeszone da sinnvoll gesetzt ist, die Deathplane. Warum haben die die da so weit unten hingesetzt? Wer ist auf die Idee gekommen? Okay, ich meine, dann ist dem halt so, ne? Aber trotzdem irgendwie ein bisschen komisch. Hallo, ihr Metallschädel, die ich euch schon mal erledigt habe. Bevor ihr mich irgendwie von hinten angreift und ich es nicht mitkriege, erschieße ich euch lieber. Und dann schauen wir mal, was sich jetzt hinter Tor Nummer 2 befindet. Erstmal flickert unser Siegel so nun. Okay, das hat keinen Sinn gemacht, aber... Na gut. Nehmen wir, ne? Dann dürfen wir jetzt hier erstmal von... Oh, da dürfen wir drauf grinden. Okay. Wie gesagt, wir hatten irgendwie schon mal Rohre hier in der Gegend gesehen. Und da hat das Grind mal wieder nicht funktioniert. Ist immer schön, Viereck zu drücken und dann funktioniert es einfach nicht. Jetzt hat es funktioniert. Da hat es wieder nicht funktioniert. Meine Güte. Ich muss offensichtlich mit etwas mehr Geschwindigkeit dahin kommen, ansonsten kommen meine Sprünge nicht weit genug. Und auch da hat das Grinden wieder nicht funktioniert. Ich hätte, glaube ich, nicht in den Abgrund springen müssen, um meinen HP zu regenerieren. Das hätte ich genauso gut hier machen können, aber ich konnte ja nicht damit ahnen, dass wir eine nicht vernünftig funktionierende Grinding-Sektion bekommen. Okay. Dann schauen wir mal, ob hier hinten irgendwas ist. Oder ob wir durch das Tor müssen. Spring bitte da hoch, Jack. Dankeschön. Hinten geht es irgendwo hin, aber das scheint der Ausgang zu sein. Wenn ich jetzt wüsste, wie man die richtig weiten Sprünge mit dem Jetboard macht, könnte ich bestimmt einfach hinspringen. Frage ist, ob das unser Ziel ist oder nicht. Haben wir irgendwo eine Karte? Wir haben eine Karte. Aber das scheint sowieso irgendwie der Start des ganzen Gebiets zu sein, okay. Weil das Tor da so eingetragen war. Also müssen wir doch hier hinten durch, durch dieses Tor. Okay. Der hätte ja sein können, dass da auf dem anderen Weg irgendwas ist. Und weil das Tor schon offen war, habe ich gedacht, da müsste man vielleicht nicht durch, weil... Ne? Ist ja schon offen. Und wir waren ja hier in der Gegend schon mal. Hätte ja sein können, dass es irgendwie nochmal zu einer Gegend zurückführt, in der wir schon mal waren oder so. Na, okay. Jetzt kriegen wir eine neue Cutscene. Schauen wir, was wir hier haben. Und setzen wir schon mal erstmal die Teile ein, die wir aus der anderen Gegend geklaut haben. Wo wir halt alle Dinge komplett zum Einstürzen gebracht hatten und so. Okay. Kriegen wir so einen tollen Lichtturm. Müssen wir uns jetzt in den reinstellen und einen Lichtstrahl auf weitere Spiegel fortführen, weil das hatten wir in Jack 1 schon mal. Okay, gut, dass die Wache auch Munition hat fallen lassen. Ich glaube, wie viele Unschuldige dabei jetzt gestorben sind. So, gute Frage, ne? Ja, ist alles dank dir, Vogel. Du hast viel geholfen. Total und so. Okay, hier hinten scheint es nichts zu geben. Das wäre irgendwie eine gute Position für einen versteckten Precursor-Op gewesen. Da habe ich mal gesucht, aber scheint halt nichts zu geben. Jack, würdest du... Okay, muss man scheinbar extra mit dem Hochsprung da hoch. Na gut, dann... Müssen wir jetzt schon mal den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Auch ungewöhnlich für dieses Spiel. Meistens haben wir ja Teleporter, die uns einfach wieder zurückbringen. Aber gab es da irgendwie nicht. Ja, das ist die Ecke. Da wollen wir nicht hin. Ja, wenn ich wüsste, wie man irgendwie Weitsprünge mit dem Jetboard macht, könnte ich da vielleicht lang. Aber
wenn ich wüsste, wie man damit hovert. Aber ich meine, wenn ich wüsste, wie man mit dem Jetboard hovert, was die Speedrunner halt machen, dann würde ich die Hälfte des Spiels einfach überspringen und wäre fertig. Weil man damit einfach über unsichtbare Wände rüber schweben kann und so. Wenn ich das könnte, dann komme ich hier gar nicht hoch? Muss ich den anderen Weg nehmen? Jetzt bin ich verwirrt. Anscheinend muss ich den anderen Weg nehmen, okay? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kann man da einfach so mit dem Long Jump hin? Das sieht nämlich irgendwie eigentlich zu weit aus. Aber schauen wir mal. Ansonsten müssen wir irgendwie mal einen anderen Weg noch finden. Das sieht nämlich irgendwie ein bisschen weit eigentlich aus, aber... Okay, man kann hier scheinbar einfach hin. Na gut. Dann habe ich die Entfernung etwas falsch eingeschätzt. Okay, dann kommen wir halt so wieder in die Stadt rein. Ist auch gut. Es ist schön, dass Sie noch leben. Ja, finde ich auch. Ich finde es auch schön, dass ich noch lebe. Na, diesmal kein Fahrzeug hier festgelegt, okay. Dann haben wir jetzt einen Totenschädel auf der Karte, der sieht einladend aus. Das klingt nach einer einladenden Mission. Wahrscheinlich werden wir jetzt da in das Grabmal erstmal reingehen, ne, das wir gerade geöffnet haben. Die Statue müsste ja hier mehr oder weniger direkt draußen vor dem Markt sein, die ist ja in einem Verbindungsweg zwischen hier und dem Hafen gewesen. Ja, schon ein paar Mal dran vorbeigefahren und so. Ich frage mich, warum jetzt nicht die Crimson Garde da irgendwie Sturm drauf läuft. Auf das Grabmal schließlich suchten die ja auch nach dem Ding, wenn ich mich recht entsinne. Würde also eigentlich Sinn machen. Entschuldigung, arme Wache, tut mir leid. Aus Versehen angefahren. Nur weil ich deinen Kollegen in der Luft nicht anfahren wollte. Und dann, ja. Werden wir erstmal in diese Tür reingehen, ne? Hatte ich zwar eigentlich noch nicht geplant. Aber gut, dann gehen wir halt erstmal rein. Schauen wir, was sich hier unten in dem Grabmal befindet. Wir haben hier sehr wenig Munition für unsere Minigun. Die würde sicherlich helfen. Wie seid ihr schon hier unten? Ich hoffe, Jack, du hast das Grabmal von Ma tatsächlich gefunden. Super. Was jetzt? Willst du das Kind etwa alleine da reinschicken? Auf diesen Tag habe ich lange gewartet. Hast du das? Den sagenumwobenen Präkursorstein in Händen zu halten. Du musst vorsichtig sein, Kind. Die Prüfungen des Mannwerdens sind gespickt mit Gefahr. Die Prüfungen des Mannwerdens? Ist schon okay, Kleiner. Toller Name. Ist ja bloß ein tiefes, pechschwarzes, garantiert bis oben hin mit Todesflüchen gespicktes Grabmal. Ich würde da nicht reingehen. Dexter, du würdest sowieso nirgendwo reingehen. Endlich steht mir der Auserwählte gegenüber. Hi. Tritt ein und beweise, dass dir das uralte Geburtsrecht zusteht. Nein. Das Kind ist zu jung, um die Prüfungen zu überstehen. Was? Nein! Nein! Jack, habe ich vorhin nicht etwas über Todesflüche gesagt? Ja. Nun komm schon, Dexter. Grundgütiger, er wird sich den Prüfungen unterziehen. Nee, wirklich. Er wird den Tod finden. Keine Bewegung. Ja, ihr werdet den Tod auch finden, denn die Crimson Guard ist gerade erschienen. Wer hätte es gedacht? Oh hey, ein Picasso. Block, meins. Meiner. Ganz allein. Oh, guck mal, noch einer. Flop. Danke, Punch Glitch. Meiner. Okay. Aber da wir jetzt das Grabmal von Mar betreten haben, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal wieder eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir schauen, was denn diese ganzen Todesflüche sind, von denen Dexter erwartet, dass sie hier sind. Bis dahin. Aloha.